Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Two Point Campus. Die Leute freuen sich, sie dürfen hier irgendwelche Knöpfe drücken und nichts passiert, so wie es aussieht. Egal. So, wir haben wieder viel zu tun. Was mir am meisten Sorgen macht, sind diese Bücherwürme, die wir noch fangen müssen. 5 Stück an der Zahl. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Aber egal. Die Frage ist natürlich, die Leute hier, die haben sich ja beschwert, dass die Temperatur hier draußen ist. Also, dass die Temperatur so weit runter ist. Wir hatten doch hier irgendwo auch eigentlich Heizstrahler, ne? Freigeschaltet beim letzten Mal. Bin ich mir absolut sicher. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Egal. Wir kümmern uns erstmal um andere Sachen. So, wir haben beim letzten Mal hier Narren. Wieso beschwert der sich jetzt über die Temperatur? Okay, wenn sie reinkommen, ich verstehe. Okay, das sollten wir locker schaffen. Das heißt, wir machen hier nochmal eben hier. So, hier. Und so, das sollte aber auf jeden Fall jetzt erstmal reichen. So, und der Kurs mit Narrenwirtschaft geht los. Die ganzen Clowns sind hier. Objekt verbessert. Okay, wir haben unser erstes Forschungsprojekt abgeschlossen. Das heißt, wir können gleich mal das nächste starten. So. Was haben wir denn hier noch? Wir könnten die Megahand. Robotik. Studiengang Allgemeinwissen. Weiter. Oh, wir müssen ja, stimmt, wir müssen ja auch noch unsere Mitarbeiter ein bisschen weiterbilden. Das Problem ist nur, wenn wir die weiterbilden, können die währenddessen nichts lehren. Das heißt, wir bräuchten im Prinzip mehr Personal. Ach komm, $1000. Kostet doch gar nichts. So, ich warte nochmal, bis die Weiterbildungskapsel abgegradet ist und dann würde ich nochmal irgendeinen Mitarbeiter ein bisschen weiter schlau machen. So, hier freut sich jemand. Ich weiß nicht warum, aber ist mir auch egal. So, Campusstufe 7 von 12, daran müssen wir noch arbeiten. Forschungsprojekt läuft. Und wir haben immer noch die Bücherwürmer. Warum sind die immer so schwer zu finden? Immer dann, wenn man danach sucht, sieht man keinen. Egal. Die Frage ist natürlich, was brauchen wir noch an zusätzlichen Räumen? Was ich auf jeden Fall hier nochmal machen würde, ist auch nochmal zusätzlich ein bisschen Happenpappen und blubbidi-blub. So, dann brauchen wir hier auch nochmal Bänke. Und wir machen auch natürlich auch noch ein paar Wasserspender. So. Und er? Muss er auf Toilette? Ja, geht so, ne? So, Campusstufe 8. Nice. Es läuft. Oh, scheiße. Zu spät gesehen, da war gerade ein Wurm. So, er braucht noch eine Toilette. Ja, komm. Ich bin ja mal ein Netter, ne? Du kriegst hier auch noch eine schöne Toilette. Ach nee, die hatten wir ja noch gar nicht als Vorlage gespeichert, ne? Genau. Das heißt, wir müssen einmal hier Badezimmer. Machen wir so. Okay. So, dann einmal 1, 2, 3, 4. Und jetzt können wir die aber auch, ne? Hatte ich nicht hier gerade ein... Keine Ahnung. Die können wir auf jeden Fall auch mal gleich als Vorlage speichern. So, Heizung. Brauchen wir ein paar Waschbecken natürlich. So, Handtuchtrockner. Geht dann natürlich nicht hin. So. Stufe 3. Wir können ihn noch auf Stufe 4 bringen, sicherlich, ne? Komm, dann machen wir halt noch eine Pflanze. Was soll's? So, Stufe 4. Zack. Und wir speichern uns das einmal. Genau.
Badezimmer 2. Komm, wir sind hier in der vornehmen Uni. Wir machen das mal. Das ist die Schitteria. So. Schitteria. Zack. Frage ist, ob wir auch nochmal eine zweite Dusche brauchen. Oh, guck mal. Robotik haben wir abgeschlossen. Ja, komm, wir machen hier auch nochmal eine Dusche. Duschraum. Die mache ich auch ein bisschen kleiner. Den mache ich mal ein bisschen kleiner. So. Da reichen 3. So. Einmal hier. Ne, da sind natürlich auch die gleichen Anschlüsse. Alles kostensparend. So. Achso, hier mache ich auch kleiner mal ein paar Desinfektionsspender nach draußen. Auch hier wieder um die Hygiene. Und ich sehe gerade, wir haben auch noch gar keinen Abfalleimer hier, ne? An was man alles denken muss. So. Wir brauchen hier auf den Fluren auch gleich noch Heizung. Ja, ich glaube, Abfalleimer. Hier machen wir noch hin und das reicht erstmal. So. Wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Wir machen natürlich einen Flenskin. Dann brauchen die auch eine Heizung hier drin. So. Dann auch hier draußen. Doch nun zurück zur wichtigsten Frage. Knackt Inspektor Blenberry den Fall? Tja, das wüssten Sie wohl gerne. Nö, interessiert mich eigentlich gar nicht. So. Gut. Was brauchen wir noch? Wir sind Stufe 3. Achso, hier. Wir haben noch gar nichts zum... warte, ich mach das nochmal ein bisschen so und dann so. Ja, ansonsten. Ja, wir machen mal wieder eine zweite Pflanze. Stufe 4 und auch das kopieren wir uns gleich einmal. Beziehungsweise speichern das gleich mal. So, und Duschraum, nee, wir machen das. Das ist hier der Regen. Palast. So, Regenpalast. Sehr schön. Gut. Wie sieht es denn hier überhaupt aus mit... Wieso wird hier nicht gelehrt? Forschungslabor. Benötigt einen Dozenten. Wir haben mal wieder ein bisschen Kohle. Wir müssen sowieso gleich ein bisschen an Dozenten ein... oh, Karriereziel erreicht. Wir müssen sowieso noch ein paar Dozenten einstellen, weil wir wollen ja auch welche weiterbilden. 27.000. 37.000. Wir nehmen dich nochmal. Und wir stellen auch nochmal einen für Robotik ein. 32, 41. Aurora-Wetter. Kriegt ständig Durst. Ist mir egal. So. Und das heißt, ich würde jetzt einmal im Weiterbildungszimmer, wenn ich... Oh, warte mal, hier fehlt... Okay, wir müssen auch noch Assistenten einstellen. Und der Hausmeister fällt mir gerade ein, auch noch, ne? Dann machen wir dich. So. Und wir brauchen auch noch Hausmeister. Was ist das hier? Mechanik. Wir nehmen einen mit Mechanik und wir nehmen einen mit Instandhaltung. So, Alter. Personal ist echt teuer. Mitarbeitergelder. Okay, 18.000, das geht ja noch. Aber guck mal, hier muss alles instand gehalten werden. Von daher war es ganz wichtig, dass wir die... dass wir die Hausmeister noch einstellen. So. Ist ja immer ein Wurm zu sehen? Natürlich nicht. Ich hätte diese Mission mit dem Wärmer nicht annehmen müssen. Okay. So, Kampfstufe. Forschungsprojekt. Läuft doch, ne? Genau, läuft. Gesundheitsinspektion ist in Gange. Ansonsten sind wir gut auf dem Weg, ne?
Wir haben 100. Achso, wir müssen uns natürlich hier nochmal ein bisschen um die 7500. Wie viel Kudosch haben wir? 326. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu teuer. Achso, genau, Partys müssen wir auch noch machen, ne? Das hätte ich fast vergessen. Genau, dann machen wir Partys, dann machen wir gleich ein paar mehr. Wir machen auch noch einen... Oh, einen romantischen Film. Ja. Event buchen? Dann machen wir... Heliumballabooons. Dafür bräuchten wir eine Bühne. Dafür brauchen wir eine Bühne. Dafür brauchen wir eine Bühne. Okay. Aber wir können auch mal einen Aufenthaltsraumparty machen. So. Die müssen sich ja ein bisschen unterhalten fühlen. So, das läuft. Was könnten wir noch bauen? So, wir gucken nochmal. Smoothie-Kiosk. 1200. Den machen wir mal. Und, warte mal, wo machen wir den hin? Ich glaube, hier ist noch ganz gut Platz, ne? Nee, wobei, nee. Da könnten wir eventuell noch ein Gebäude hinsetzen. Ich glaube, hier ist ganz gut. So, dann machen wir einen Smoothie. Und dafür brauchen wir einen Assistenten. Dann nehmen wir aber natürlich einen günstigen. So, du bist am billigsten. Bitteschön. So, halbrunde Bank. 25 Kudosch. Das kriegen wir hin. Halbrunde Bank. Grundstück nicht im Besitz. Ja, ja, alles klar. So, warte mal, dann machen wir doch mal so. Kann ich da außen Kreis machen? Nee. So. Na, dreh dich. Wieso dreht er sich plötzlich so komisch? So, und. Es sieht irgendwie komisch aus, ne? Aber ich kann. Ich komme nicht weiter ran, denn das stört. Egal. So, nee. Poster. Ja. Das sollte ja nicht das Thema sein. So, bitteschön. Robotikkonsole, 3000. Kriegen Sie auch. Kriegen Sie auch. Oh, die sieht sogar nice aus. So, Bilanz, ja. Schriftgutarchiv. Kriege ich... Oh, shit. Wieso ist das immer so groß? Hier liegt überall Müll. Hier liegt überall Müll. Achso, ich muss noch mal eben gucken. Ist das hier in Ordnung mit den Temperaturen? Ja, wir könnten hier noch mal... Nee, kriege ich aber nicht hin. Dann muss das so bleiben. Wir müssen die halt auch mal ein bisschen frieren. Ne? In heutigen Zeiten müssen wir halt auch mal ein bisschen Energie sparen. So, hier läuft die Party. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Okay. Gut, also wir sind wirklich auf einem guten Weg, ne? So, Haxenhexer Automat. Ja, kriegt ihr auch. So, das muss ja auch ein Aufenthaltsraum, ne? Ne, weißt du was, den machen wir auf dem Flur. So, bitteschön. So, Bilanz und Rosengarten. 250 Kudosch ist mir echt too much. Das heißt, wir können nochmal eben hier gucken. Oh, 50 Kudosch. Das war's aber auch wieder. Das war's auch wieder. Ja, die restlichen Wünsche, wir brauchen mehr Kudosch, wir brauchen mehr Kohle. Wobei, so ein Studierendenzimmer wäre natürlich nochmal nice, ne? Weißt du was, das machen wir jetzt auch. Wieso war da gerade ein Fragezeichen? Wieso sind da Fragezeichen? Ich hab keine Ahnung. So, Studierendenzimmer. Und das muss groß sein. Das muss groß sein. Wir brauchen da eine Bühne. Ja.
So, Bühne kommt in die Mitte, das heißt, wir machen einmal so und so, dann brauchen wir natürlich hier noch eine Heizung und zwar hier. So. Okay, Bühne. 18.000. Okay, die Heizung ist im Weg. Warte mal, die machen wir mal eben. Dann machen wir die mal hier hin. So. Und schon geht die Kohle wieder flöten. Und die Musicbox. Die nehmen wir auf jeden Fall mit rein. So, einmal hier, einmal hier. Herr Achsenhexer VR. Mhm. So, Bibliothek benötigt Assistenten. Guck ich gleich mal. Ich will das hier erstmal abschließen. Wir können auf jeden Fall hier draußen nochmal so eine Liebestrompete bauen. So. Einmal hier. Stufe 6. Ja, ich glaube, das reicht auch erstmal, ne? Achso, nee, stimmt. Wir brauchen ja noch Tische. So. Es ist doch... Ich habe es sogar noch zu klein gebaut, ne? Glaube ich. So, und ein Liebestisch. Kriege ich den noch irgendwie hier hin? Ja. Alright. So, und das bedeutet, wir machen hier einmal ein Event. Und zwar... Wir machen mal Helium-Balloons. Das würde ich mir gerne angucken. Alright. So, wie sieht's aus mit den Würmern? Würmer natürlich wieder nicht zu sehen. Verdammt. Ich weiß nicht, warum hier immer Fragezeichen angezeigt werden. Neon-Gitarre. Oh ja, das ist ja günstig. Kriegst du. Warte mal, wo habe ich noch Platz? Hier. Oh, das ist nice. Die gefällt mir richtig gut. So, Neon-Gitarre? Habe ich doch gemacht. Bestehendes Objekt nicht erreichbar? Warte mal. Muss das erreichbar sein? Warte mal, dann kommst du mal woanders hin. Dahin. Und die Gitarre machen wir dann einmal hierhin. Ist es besser so? Ja, ist besser so. So, Rosengarten. Nein. So, dürfen wir eine SZ? Ja, das können wir machen. So, Ergebnis? Ja. Hygiene ist noch ein bisschen... Ne, Hygiene ist super, ne? Gesundheit ist noch ein bisschen... So, Bilanz. Ein Arcade-Tisch. Wo muss der denn rein? Den Aufenthaltsraum habe ich doch, glaube ich, einen, oder? Okay, hier liegt alles voll Müll. Shit, wir brauchen nochmal Hausmeister. Achso, ich weiß, was ich schon wieder vergessen habe. Wir wollten ja nochmal... Warte mal. So. Wir machen noch einen zweiten Hausmeister. Der ist teuer. Wir machen dich nochmal. Genau, wir wollten ja auch noch Mitarbeiter weiterbilden. Habe ich ganz vergessen. Hier war das Weiterbildungszentrum, ne? Genau. So. Wir können dich nochmal hier. Nahrungswirtschaftsstufe 2. Weiterbildung starten. Bitteschön. So,
Kampfstufe 10. Wir brauchen noch ein bisschen. Ah, wir brauchen Würmer. Ich will diese Würmer haben. Warum sehe ich nie diese Würmer? Ich glaube, das muss ich mal außerhalb der Aufnahme machen. Weil sonst wird das hier nichts. So. Bilanz sieht auf jeden Fall gut aus. Nicht gegen Kodosch. Ich will das aber auch nicht bauen. Warte mal. Weißt du was? Ablehnen. Gut. So, wir gucken nochmal allgemein. Wie ist die Zufriedenheit? Ja, eigentlich gut, ne? Zufriedenheit ist gar nicht schlecht. So, Energie. Ja, geht so, ne? Ich glaube, wir brauchen hier nochmal ein paar Bänke. Kann das sein? Ich glaube, wir haben hier gar keine Bänke, ne? Wir machen hier nochmal ein paar Bänke. Warte mal, ich muss mal eben das hier ausschalten, sonst sehe ich nichts. Ja, hier fehlt einiges, ne? Hier fehlen auch noch Mülleimer. Habe ich die nicht gebaut gehabt hier alle? Anscheinend nicht, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall hier noch Mülleimer. So. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Desinfektion überall. Okay. Und hier auch nochmal ein paar Wasserspender, ne? Schadet nicht. So, den kriegen wir da noch. Ach nee, warte mal. Da ist ja schon einer. Muss natürlich auch nicht zu viel sein. Ja, Wasserspender sieht eigentlich ganz gut aus. Gut, so, Energie haben wir. Sollte jetzt eigentlich ein bisschen besser aussehen. Frage ist natürlich, ist der eine Schlafsaal zu wenig? Guck ich gleich mal. Essen? Wo war jetzt das andere Gebäude? Essen, ja. Ist eigentlich... Na, die sind ein bisschen, aber ansonsten ist, glaube ich, Essen ganz okay. Durst sieht auch gut aus. Toiletten. Toiletten, ja. Sollte reichen. Gesundheit, was war das? Unterhaltung, ne? Unterhaltung ist super, Alter. Unterhaltung ist sowas von super. Und Bewerbungsnoten, ja, okay. So, das heißt, wir sollten nochmal vielleicht... ja, das sieht auch gut aus. Gut. Ist hier noch irgendwo ein Wurm zu sehen? Nee. Okay. So, wir müssen den Campusstufe aber immer noch nach oben bringen. Das heißt, wir brauchen noch irgendwie mehr Gebäude. Oh, ich sehe gerade hier. Hier fehlt auch noch ein bisschen was an Bänken. So. Wobei, da war die, glaube ich, doof, weil wir werden wahrscheinlich hier auch noch was bauen, aber egal, können wir ja auch noch mal wieder wegmachen. So. Bänke, denn Wasserspender. Studienjahr ist vorbei. Okay, gucke ich mir gleich an. So, dann hier noch ein. Und das sollte auch erstmal reichen. Was will man mal... Halt, ich wollte doch... Naja, egal. So, oh shit. Wir haben uns verschlechtert. That's not good. That's not good. So, 82% vom durchschnittliches Zimmerprestige 5 finde ich eigentlich ziemlich gut. So, aber das Wichtigste, keiner verwiesen, keiner durchgefallen, keiner hat abgebrochen. So, Weiterbildungskapsel kann für 15.000 ein Upgrade erhalten. Ja, easy. Kostet ja so gut wie nichts. Wo war ich jetzt gerade? Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Verdammt. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine zweite Roboterfertigung. Kriege ich die hier immer noch rein?
Ja, die sollte ich ja auf jeden Fall hier noch reinbekommen. Weißt du was? Wir machen einmal den hier weg. Du kommst dahin. Und dann machen wir nämlich noch eine Roboterfertigung. Also, warte mal, was war... Ist das die Roboterfertigung? Ja. Die können wir leider nicht einfach kopieren. Das heißt, wir müssen die einmal eben neu bauen. 6x6. Oh shit, ist das groß. Ja, ist halt ein bisschen enger hier, aber was soll's. So, du musst einmal weichen. So, dann brauchen wir hier. Oh, warte mal, ich muss die Heizung nochmal drehen. So, jetzt sollte es aber passen, ne? So, warte. Ja. So, dann machen wir ein Whiteboard. Wie viel Kohle haben wir? 118.000. Du kommst hier hin. Du kommst daneben. Alright. Stufe 3 haben wir. So, dann machen wir natürlich aber auch hier das und das. Und wir brauchen hier noch eine zweite Heizung, ne? Wir werden hier nochmal eine Heizung brauchen. Ja. Sieht gut aus. Das passt hier rein. So, und dann machen wir mal hier. Hier ist doch noch viel Platz. So. Bam. Bam, bam. 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 Stufe 6. Ab dafür. So, und noch ein Vorlesungssaal. Wir haben schon zwei. So, achso, ich brauche auf jeden Fall hier nochmal einen Dozenten. 32.000. Ja, komm, für das bisschen mehr. So. Okay, Vorlesungssaal. Den mache ich aber im anderen Gebäude. Wurm zu sehen? Wurm zu sehen? Nein, Wurm ist nicht zu sehen. Hatte ich den Vorlesungssaal schon? Ja, den habe ich schon. Die Frage ist, wo kriegen wir den hin? Den kriegen wir hier nicht hin. Der ist so zu groß, wir müssen den kleiner bauen. 1, 2, 3, 4. Ja, kriegen wir hier hin. So. Warte, ich muss wieder einmal so machen. Dann so. Tür natürlich. Alright. Einmal rein mit dir. So. Stufe 2. Warte, ist hier ein Fenster? Da ist ein Fenster. Ist hier ein Fenster? Hier ist auch ein Fenster. Ah, naja, zur Not machen wir die Fenster weg. So. Einmal. So. So. Alright. Ja, ich hab's gewusst. So. Fenster weg. Fenster machen wir einmal hier ein. Gut. So, und wir sind Campusstufe 11. Eieieiei, das artet hier ganz schön in Arbeit aus. Man muss es ja mal sagen. So, weiter 15.000. Nee, das kann ich mir gerade gar nicht leisten. Das kann ich mir gerade sowas von nicht leisten. Wir haben nur noch 75.000. Ja, ich würde sagen, wir sind auf einem guten Kurs. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal keinen zusätzlichen Kurs annehmen. Stattdessen würde ich natürlich gerne mal hier das Ganze upgraden.
Ja, machen wir doch mal, ne? Ja, wir machen dann beides auf 3. Das finde ich ganz gut. Das finde ich auf jeden Fall gut. Alright. Ja. Hier ist gerade nicht viel los. Klar, Studienpause, aber ich glaube, beim nächsten Mal machen wir uns auch. Machen wir auch ganz gute Fortschritte. Oh, warte mal. Nicht das. Sind die denn rostfrei, die Hände? Oh, was macht. Er macht sich erstmal ein bisschen Happenpappen. Oh, ein Hotdog! Oh, ich krieg Hunger. Ich krieg Hunger. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst bitte den Daumen nicht und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Euch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.